Ich weiß nicht, für mich ist es kein Try-Jump. Für mich ist das hier Jump-Try oder sowas. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Try-Jump. Heute testen wir das Ganze hier mal an auf dem Minesucht-Server. Ich habe gestern eine Runde im Stream gespielt. Da hat mich das Ganze nicht so wirklich überzeugt. So eine einzige Runde und das war's. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal entspannt an, würde ich sagen. Ohne Stream-Chat oder sonst was. Und gucken mal, wie die Module so sind, wie das Game an sich so ist. Ich bin mal mega gespannt. Denn das andere Try-Jump ist ja jetzt leider weg. Der Perfect Lab-Server hat ja geschlossen, soweit ich weiß. Aber eigentlich schon, müsste. Es sei denn, wenn ich da falsch liege, schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn der Perfect Lab-Server auf einmal doch wieder auf ist. Aber ich glaube leider nicht. Und deswegen spielen wir heute mal das andere Try-Jump. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu diesem Try-Jump in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet, ob ihr das besser findet als das alte Try-Jump, also als das, ich weiß nicht, Original-Try-Jump, ich weiß nicht, als das Try-Jump vom Bergwill Lab-Server oder ob ihr das Try-Jump hier besser findet. Ich bis jetzt, oh, das ist ein bisschen traurig, ja, ich habe es bis jetzt, wie gesagt, nur gestern gespielt und habe da direkt die ganzen Module vermisst. Ja, man geht halt rein, es hat den gleichen Namen, denkt so, nice, nice Try-Jump, geilster Modus, spielt es und dann fehlen einem direkt so diese alten Module, zumindest mir, und deswegen fand ich es bis jetzt noch nicht ganz so nice. Ja, mal gucken, wie es so wird. Ich bin auch gespannt, wie es vom Schwierigkeitsgrad ist, weil Try-Jump war für mich immer so ein Mittelding. Lucky Race war so das Einfachste, dann kam bei mir Try-Jump und dann Jump League von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her, und mal gucken, wie das jetzt hier so ist. Bis jetzt sieht es auch nicht so krass schwer aus, wobei ich ein bisschen verkacke eigentlich gerade, also ich weiß nicht, aber ich bin auch nicht mehr eingespielt, ne? Von daher habe ich auf jeden Fall schon mal eine kleine Ausrede. Es hat auf jeden Fall gerade ziemlich lange gedauert, bis sich das Ganze hier gefüllt hat. Also so ultra beliebt scheint es nicht zu sein bis jetzt. Wie viele Leute sind denn wir? Ah, doch, wir sind... Okay, die Runde ist relativ voll, aber es hat ein bisschen gedauert. Am Anfang ist irgendwie erst gar keiner reingejoint. Und das, obwohl wir Samstag haben. Samstag 15.22 Uhr. Da müssten doch eigentlich alle spielen, oder nicht? Da muss doch jeder Minecraft spielen. So, da hat man doch nichts Besseres zu tun. Ich meine, es ist zwar gutes Wetter, aber das heißt doch nicht, dass man rausgeht. So, bei gutem Wetter heißt es doch nur Ventilator an und Minecraft zocken, oder nicht? Und natürlich verkacke ich das Modul jetzt noch beim letzten Sprung. Ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude. Ach man, ich weiß nicht, ob ich das... Es kann sein, dass das hier der einzige Part Try-Jump sein wird. Ich vermisse gerade irgendwie direkt das alte Try-Jump, Mann. Okay, können die das nicht umbenennen? Ich finde es irgendwie traurig, dass es genauso heißt, weil dann kommen die ganzen Erinnerungen hoch und dann hier, wie heißt das, ne? Denke ich an die Vergangenheit. Heißt es, schwebt man in der Vergangenheit? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall denke ich dann an die Vergangenheit, Leute, an die guten alten Try-Jump-Zeiten. Ich meine, das war mal mein Lieblingsmodus. Ja, da haben wir so viel gemeinsam erlebt und jetzt ist er weg. Und jetzt haben wir hier nur ein anderes Try-Jump, was aber halt andere Module hat und auf einem anderen Server ist. Und für mich dann, ich weiß nicht, für mich ist es kein Try-Jump. Für mich ist das hier Jump-Try oder sowas. Irgendwas anderes halt auf jeden Fall. So, wir sind bei Modul 7. Ich muss mir jetzt einen neuen Lieblings-Jump-Run-Modus suchen. Vielleicht wird es wieder Lucky Race. Lucky Race war auf jeden Fall damals mein erster Lieblingsmode, glaube ich, weil der am einfachsten war. Als ich gerade mit Jump'n'Runs angefangen habe, war es auf jeden Fall... Ja, da war es Lucky Race einfach, weil ich kacke war mit Jump'n'Runs. Und Lucky Race war halt relativ entspannt. Da konnte man durchrushen und hat sich dann noch gut gefühlt irgendwie einigermaßen. Oh, das sieht auch aus nach einem Schwermodul. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert hier. Kann ich einfach so, zack. Ah, okay. Und jetzt? Oh! Aber hier ist... Ah, wobei... Oh, what? Okay, ich bin nicht gesprungen. Ich wollte gerade sagen, das sieht dann doch nicht so schwer aus. Und dann verkacke ich es natürlich so jetzt. Aber zack, an die Leiter. Nächste Leiter, da muss ich, glaube ich, hier rüber, oder? Ja, zack, hier hin. Und wir sind auch, ich bin einfach nur Vierter, what the fuck, ich bin mega, okay, Dritter jetzt, Zweiter, okay, never mind. Ich wollte gerade sagen, wir sind einfach richtig hinten dabei. Ich würde gerne testen, was passiert, wenn ich da reingehe, aber wir lassen es mal, weil ich würde ganz gerne... Ach, da muss man sogar runter, ne? Dann ist man da. Hä? Achso, ich dachte gerade kurz, ich wäre am Ziel, hab mich schon gewundert. Aber ich habe einfach nur nach hinten geguckt. Das Geräusch hat mich nur leicht irritiert, so... ich weiß nicht, die Module bis jetzt, ich vergleiche halt alles mit dem alten Try-Jump, ist jetzt die Sache. Die Module bis jetzt gehen wohl klar, aber vom Design her finde ich die irgendwie nicht so hübsch. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch irgendwie verwöhnt, glaube ich, von den guten alten Try-Jump-Modulen. Ich vermisse die einfach. Ich glaube, ich kann jetzt nicht objektiv diese Module beurteilen, weil ich einfach die alten Try-Jump-Module vermisse. So. Aber die gehen auf jeden Fall klar, sie gehen klar. So, wir machen mal weiter. Das jetzt gerade ist auch eigentlich ganz interessant, weil es halt... keinen direkten Weg gibt. Oder also es gibt schon einen direkten Weg, aber man muss sich erst irgendwie so ein bisschen orientieren. Das ist gar nicht mal so schlimm. Dann gehen wir hier hoch. Oh, wow. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder da lang. Zack, hier drauf. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, war ich hier lang gesprungen? Wahrscheinlich, ne? Dann hier...
Okay, machen wir das Ganze nochmal. Das ist auch, okay, das 9. Modul. Vielleicht schaffen wir es ja direkt ins Ziel zu kommen. Wir haben noch 5 Minuten 22, wenn jemand anderes ins Ziel kommt. Komm, das können wir schaffen. Ich muss jetzt nur den richtigen Weg hier finden bei dem Modul und dann könnte das was werden. Kann ich einfach, ja, ich kann hier rum, hier auf die Leiter, dann einfach geradeaus weiter durchrushen hier drauf. Und da ist auch schon leider jemand ins Ziel gekommen. Was soll denn das Pokémon Champ 50, Junge? Was ist denn los mit dir? Du ruinierst ja meinen Part. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit den Tokens. 225 Tokens bekommen. Wahrscheinlich ist es genauso, oder? Ich glaube, das Spielprinzip ist echt genau gleich. Ich kriege die Hälfte der Tokens, wenn das Modul auf Light ist. Aber ich weiß es absolut nicht. So, mal gucken, wie der Shop ist. Ich habe, wie gesagt, gestern schon eine Runde gespielt, aber da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Eisenschwert, ich hole mir einfach die ganz normalen Sachen, oder? Dann eine Chestplate, Hose, Ketten, Helm. Und dann hole ich mir noch Eisenboots, glaube ich, und verzauber mein Schwert, würde ich sagen. Ich glaube, die Preise waren auch gleich, wenn ich es gestern richtig gesehen habe. Das erste Mal 250, ja. Und danach steht da nicht ganz, aber wahrscheinlich 500, ne? Ja, nicht genug, ne, 400 meine ich. Nicht genug Coins, dann verzaubern wir nochmal die Chestplate und holen uns eine Angel, würde ich sagen. Die kostet natürlich auch 100. Cobweb gibt es hier noch. Für 30 TNT, für 80, was gibt es noch? Extra Leben, kostet 2, oh, 200, ja doch, war vorher auch so bei Trident, glaube ich. Potions, ganz normal, Essen auch ganz standmäßig und was anderes gibt es hier nicht, ne? Das ist im Prinzip... Ja, ich glaube, das Einzige, ich bin jetzt auch kein Tri-Jump-Experte, was den Shop angeht. Ich weiß nicht, was es da alles gab, aber ich glaube, es gibt jetzt hier so ziemlich das Gleiche, nur Cobweb neu dazu, ne? Aber ich weiß es nicht genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Oh, lol, da geht die Runde auch schon los. Wow, das war jetzt unerwartet. Von was ist denn das hier für eine PvP-Map? Wieso ist die so leer in der Mitte? Ist das so eine riesige Arena oder was? Das sieht eher aus, als ob hier so ein Bergfeuer stand irgendwie und der einfach abgerissen wurde. Und da jetzt einfach nur noch Cleanstone unten... ist, what the fuck, okay, wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass ich meine erste Runde hier direkt gewinnen werde. Wow, der hat mich fast noch gekillt. Oh, aber man ist voll geheilt. Okay, das ist eine Änderung. Oder? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Wenn man einen Kill gemacht hat, hat man keinen Regenerationsbuff, sondern man ist instant voll. Das ist auf jeden Fall interessant. Macht es eventuell ein bisschen einfacher, irgendwie gegen 1 vs 2 zu fighten. Und man kann nicht so schnell weggesnackt werden, ne? Wenn jetzt irgendwie, wenn man einen Kill kriegt und alles, man kann halt nicht weggesnackt werden. Direkt das... Ich weiß nicht, ob... Ist auf jeden Fall cool so. Also es muss jetzt nicht sein, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, da ist der Typ, der ins Ziel gekommen ist. Der wird mich wahrscheinlich killen. War natürlich klar. Wir haben auch 3 Leben insgesamt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Killen, den hier direkt mal geben. Ihm eine kleine Combo. Und da bist du auch... Hallo? Kannst du... Es hat länger gedauert als erwartet. Jetzt ist hier so ein Bow-Spammer. Der ist... Oh, auch direkt down. Aber der hat... Oh, der hat keine Pfeile mehr. Ich habe mich schon gefreut, dass ich jetzt einen Bogen habe. Und dann sowas. Oh, ich glaube, der wird mich sogar killen. Oh... Komm schon. Nein, als ob der mich noch bekommen hat. Wie viel? Ah, der hatte noch viel Leben. Da ist er auch schon direkt. Jetzt kann ich mich direkt rächen. Hi, alles klar bei dir? Ich würde ganz gerne, dass du jetzt stirbst. Seine Hose ist sogar... Vom Hose. Seine Schuhe sind sogar kaputt gegangen. Und ich snack mal direkt meinen Goldapfel. Ach, es leben immer noch voll viele. Ich dachte kurz, es würde nur noch ein anderer leben. So, was geht bei dir, Naruto-Kun? Alles klar? Hast du Bock zu sterben? Hinter mir ist auf jeden Fall auch noch jemand. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich turn jetzt einfach mal. Aber das... Ach, das ist Pokémon-Champ. Ich habe keine Chance gegen den Pokémon-Champ. Oder anscheinend doch. Ja, jetzt kannst du doch auf mich draufgehen, ne, Naruto? Ist klar. Wahrscheinlich, Mann. Wahrscheinlich. Nachdem ich den einen Boy gekillt habe. Vorher rennst du die ganze Zeit weg. Jetzt muss ich aber auch mich healen. Von der Pokémon-Champ ist jetzt ganz down. Aber ich habe sein Schwert nicht bekommen, oder? Ich glaube, das hat der Naruto... Ja, der Naruto-Kun hat das bekommen, leider. Wie mache ich denn das jetzt? Komm, YOLO. Ich habe keine Lust jetzt zu warten. Oh, wow. Okay, ich dachte, der killt mich jetzt. Sharpness 2 Schwert. So. Ich sag sehr oft, oh, wow, glaube ich, in dem Part. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den noch irgendwie kriege. Einen Kompass hat man hier leider nicht. Ja, ich dachte, der killt mich jetzt ziemlich easy. Warte, ich packe lieber die Steaks ein. Steaks sind leckerer. So, da hinten sehe ich auch schon einen anderen. Und dann, die Map ist aber auch riesig, ne? Diese PvP-Map. Hier kann man sich... Das finde ich jetzt ein bisschen... Ich stelle mir das Abfuck vor. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Leute sind, die sich einfach verstecken und campen. Und weil man keinen Kompass hat, würde es jetzt 10 Jahre dauern, die Person zu finden. So wie der... Ich weiß nicht, wo der Letzte jetzt ist. So, selbst wenn er sich nicht versteckt, ich sehe ihn halt nicht, weil die Map so groß ist. Bist du hier irgendwo? Hallo? Ich meine, guckt euch mal an, wie weit man hier reinrennen kann. Ich kann auch hier hoch und alles. Die ist ein bisschen groß. Ich weiß halt nicht, wie viele Spieler insgesamt in so eine Runde rein können. Ist halt die Frage. Aber wenn es so 10 sind oder so, dann ist die Map ja ein bisschen riesig, oder nicht? Jetzt darf ich hier die ganze Zeit im Kreis rennen. Er schreibt doch schon, wo ich bin. Hallo, hier bin ich. Was geht ab? Wir können jetzt gern fighten. Nicht? Doch. Hi. TNT hat er auch noch. Killt er sich jetzt selber, oder was? Okay, wir fighten jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, was das war, aber da ist er auch schon da. Ah, der hat noch ein Leben. Ah.
Ich dachte, ich habe gewonnen. Aber nice, Leute. Es sieht so aus, als ob wir unsere erste Runde, also unsere zweite Runde eigentlich, unsere erste Aufnahme in Tri-Jump direkt gewinnen würden. Oh, jetzt habt ihr mir auch noch ein paar Hits gegeben. GG, würde ich sagen an dieser Stelle. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.